Wartet! Auf! Stopp! Schuss! Nein! Und jetzt geht's los! Auf die Plätze! Fertig! Los, los! Hier nach! So, die Zieleinlauf bitte hier nach Freimachen hier, denn die Stahl der Hunde wird in einer rasanten Fahrt vorgenommen und ich denke, wir sind nicht mal richtig in Position, da werden sie von unten einbiegen. Man sieht sie durch das Zelt hier, das Feld ist noch relativ geschlossen zusammen. Ich spreche natürlich hinterher, das ist natürlich eine Sensation hier, dass diese junge Dame hier so gespannte Junge. Super, super! Das war ein Lauf nach unserem Geschmack. Hoffentlich erleben wir das dann später auch bei den Großen. Ja, diese kleine junge Dame, die hat mich hier richtig gefallen. Mir fehlen die Worte. Wunderbar hat sie das gemacht. Es ist die Startnummer 860, Tillmann Valentin Hermann. Und seine Zeit 16:42 Minuten. Startnummer 862, Aaron Freitag. Ja, die 3,5 Kilometer haben doch schon ein bisschen zugesetzt. Da war der Lauf am Ende nicht mehr ganz so flüssig. Ja. Immer wieder auf die Füße kommen. Ja, da kommt die erste Amazone auf die. Das sah auch sehr rund und flüssig aus. Friedrich, da zieht er noch einen Sprint an, so will man das natürlich sehen. Natürlich Reus von Borussia Dortmund, wer soll das anders sein? Und das hat er nicht mehr, 868. Julius Zöllner, auch er mit einem 872. Christoph Lohmann im Ziel. 70. Das ist Windbassführer aus Pellern und er zieht natürlich noch einmal alle Register und ist im Ziel. Und dann sieht sich Astrid Hahn und ein zartes Lächeln auf dem Gesicht. Das zeigt uns einmal mehr, der Feldtag auf Eichendorf hat Spaß gemacht und vor allen Dingen, ich traue, sie hat es sehr, sehr gut überstanden. Frau Brandt, wenn Sie sich erholt haben, hätte ich Sie gerne mal ein Mikrofon. Wäre das möglich? Das Landbett wird hervorgegangen. Nicht weit. 865, Sophie Röge. Ja, Sie lässt es langsam angehen. Man könnte sagen, es wäre im Bereich ein Trainingslauf gewesen. Ja, da ist natürlich das Laufen nicht ganz so rund mehr gewesen. Da waren schon ein paar Ecken und Kanten dran. Hier gibt's hier Nina Amarian. So, bitte da vorne mal den Ziel auf Platz. Jörn Maisfeld ist im Ziel. Er hat am 29. Mai seinen großen Triathlon-Tag in Assersleben, 400 Meter schwimmen, 5 Kilometer laufen und 20 Kilometer Radfahren. Und da war er mit seinen stolzen 47 Jahren dabei gewesen sein. Er kommt aus Giersleben und Giersleben ist da die nächste Station in kurzen Tagen.
Und ich weiß nur festlich Bescheid, dass auch der Lauf bei Giersleben zu einem der Höhepunkte in Sölvbach 2016 werden wird. Wir haben jetzt eine Zeit von fast 28 Minuten. Ich denke, wir werden 9 Kilometer, vielleicht um die 35 Minuten, ich nehme es mal an, ich weiß es nicht, aber 34, 35 Minuten, da müssen wir noch ein Weilchen warten, bevor die Neuner sich hier langsam ins Ziel bewegen. Wo ist denn die schmucke Frau Quandt? Ach, da ist sie da. Ich hätte sie schon geklingelt. Frau Quandt, es ist mir eine Ehre. Ich freue mich erstmal, dass Sie hier sich den Lauf gestellt haben. Sagen Sie doch mal den Fuß auf. Natürlich der Feldmarktlauf, wie soll das anders sein? Da gehört natürlich auch ein bisschen was Extremes dazu. Sie dürfen passieren, ja. Sie haben freie31 Minuten, in ein paar Sekunden, geht die Uhr runter und es dürfte nicht mehr lange dauern, dann ist wahrscheinlich dann auch schon der erste Läufer von der 9 Kilometer Kante hier im Zielbereich einfinden und denke, es dauert schon noch ein Weilchen. Kunstrasen, 6 Spiele. Zwei weitere Läuferinnen, die haben sich verabredet. Natürlich Respekt und Anerkennung für die bewältigten Kilometer. Ja.
Da läuft jeder sein eigenes Rennen und jeder will natürlich ein bisschen. Da ist natürlich Schrittfehler drin gewesen. Das könnte fast zur Disqualifikation geführt haben, aber ja, es war kein Lauf und kein Wertungsrichter da, der hier den falschen Schritt gesehen hat. Dankeschön, meine Damen, für diesen beherzten Lauf der Woche. Und zwar Wolfram Krachte. Im Aufruf der Namen, aber wir werden uns lieben, dass wir alle hier im Fokus haben. Auf der 9-Kilometer-Strecke. Das ist keine Überraschung, der Weg gehört zu den Top-Leuten im Salzlandkreis natürlich auch auf der Tour hier rein sollen. 832, Sommer Erik und Niklas Limmig. Ja, sie haben einen kleinen Rhythmus, ebenfalls fotofingig, aber das ist eine andere Sache. Ist hier wunderbar, Toni. Großartig, dass du heute hier eigentlich noch dabei warst. 45 Minuten und 28 Sekunden, das war ungefähr die Zeit, die ich herausgefiltert hatte. Toni, diesem Jahr, Thomas, hervorragend auf dieser langen Strecke. Die 838 kommt ins Ziel, Jan Borowski. Ja, da ist der Schritt schon schwer. 831, Anja Ziegler. Ja, da merkt man, da sitzt natürlich, da sitzen die Kilometer drin. Und jetzt am Peini, die 810, auch keine Überraschung. Peini Schwenke, die ist schon eine Institution im Solvay-Cup. Und wenn Toni nachher fertig ist, dann gebe ich ihm gerne mal ein Mikrofon. Aber Toni, genieße erst mal den Schluck und die andere Zeit für ein kleines Interview. Die über 9 Kilometer gut überstanden und die haben ein Mikrofon. Wenn sie ein Bild machen wollen, dann jetzt die Gelegenheit. Toni, kommt hier mal hin, ein bisschen rein hier, da haben wir ein bisschen mehr Deckung. Toni, sag uns bitte mal, wie so die Strecke war und wie du jetzt hier gefunden hast. Dankeschön, Toni. Da haben wir natürlich wieder einen gehabt, der hat natürlich seine Stoppnummer verstückt. Und dann Toni. Ja, ich glaube, wir haben Toni gewinnen. Aber ich denke, das ist wieder so. Wollen wir zumindest mit ihm geführt haben. Wir sind im Sieger über 12 Kilometer. Ziel, Horst Kühn. 734 im Ziel,
aus der Richter. Ja, jetzt kommen die Schlagaufschlag. Und jetzt kommt Olaf Bartwinkler aus der Puppertrainerin. Da müssen Sie gerade zu Boxen hier noch ein. Dann noch vorbeizugehen. Ja, Nummer 4, da gibt es noch einen. So wie das gleiche Hörling aus Eichendorf. Ja, da hinten kommt der Halbmann, der ist gestanden.
Wir stehen natürlich zu diesem Ergebnis und den Einlauf René Hacke. Die Nummer 66, das Häschen ist klar. Ja, das ist natürlich originell. Und am Anfang auch einmal das Mikrofon. Ich weiß es nicht, wer hier 12 Kilometer und wer 9 Kilometer gelaufen ist. Das ist nicht alles. Ja, sie laufen, fahren hier. Ein wunderbares Bild. Die Frau im Vorzug mit etwas Doppeltreten. 12:01. Eine Sekunde schenkt. Nein. Ja, da haben wir den Osterhasen. Ja, das weiß ich, das ist ja wie Hasen hier irgendwo. Dass er bekannt macht, dass der in den Hals. Ein Schlag erstmal hier. Mehr als natürlich geht als Heißpassagier. Hier kommen hin. Zwei Ergebnisse. Die Sieger sind Heißpassagier. Sieger sind Heißpassagier. Ist die Ziel. Daniel Lukas, der Frage ist nicht, was hat er auf das Ding gemacht? Der konnte auch einen 100-Meter-Sprint hier. Du Arsch. Hallo. Ich war mir so sicher. Das ist gut. Nochmal zurück zu dir. Du willst mir nochmal verraten, wie die Strecke insgesamt war. Übrigens, es gibt heute nur Gewinner. Es gibt keine Verlierer dabei gewesen zu sein. Zurückhalten! Ja, so ist das in Ordnung. Ich glaube, das war so eine ganz knappe Brustentscheidung, könnte man sagen. Nicht immer. Man hat wieder gesehen,
die aber abgekämpft. Die Helfer kommen langsam ins Ziel ab. Ja, da merkst du so richtig, das tut dir gut, das tut dir einfach gut. Ja, so habe ich ihn lange nicht gesehen, hier ins Ziel zu kommen. Ja, was gehört dein großer Applaus hier im Einlauf auf der 9 Kilometer Strecke? Heidi Abendstein ist da. Danke für den tosenden Applaus. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles, alles Gute am heutigen Tag. Das war eine Streicheleinheit besonderer Art.